Wir haben einen Kanal, mein Name ist Kielenacker Kielkran. Ich weiß, es ist 100 Milliarden Jahre her, dass ich überhaupt irgendwas gepostet habe auf diesem Channel. Und heute kommt wieder irgendein Kackvideo, was begründet, warum ich das getan habe. Obwohl eigentlich jeder weiß, warum ich das getan habe. Deswegen lasst es mich nochmal ganz einfach erklären. Call of Duty ist einfach nur Shit. Literally Shit. Einfach hundertprozentig Shit. Ihr könnt Scheiße nehmen, das mal 100 multiplizieren und was kommt? COD. Also Leute, dementsprechend war die Motivation noch nicht so hoch, Videos zu machen mit Call of Duty. Ach, ich liebe Toffee Face. Wie gesagt, die Motivation, COD-Videos zu machen, ist echt ziemlich gering. Also ich versuche eigentlich jede Woche ein COD-Video zu machen. Was ich aber auf diesem Clan-Channel hochlade, also Team Legacy, falls ihr das noch nicht kennt, unten in der Beschreibung. Und die meisten kommen ja von Team Legacy. Und deswegen vernachlässige ich meinen Kanal ein bisschen, weil COD und so. Aber Leute, ihr seht es schon im Titel, Leute. Und zwar Real Life. Ich muss euch ein bisschen enttäuschen, weil es ist schon ein bisschen Clickbait. Aber nein, nicht, also ihr seht mich gleich schon, bla bla bla. Aber Leute, ich habe jetzt nichts aufgenommen für diesen Channel in Real Life. Aber ich habe es vor. In letzter Zeit mache ich nämlich sehr viel mit aufwendigen Projekten, was Kamera und so weiter und so fort angeht. Mit Gleitkamera so richtig Musikvideos, bla bla bla. Ich plane einen 3 Minuten Kurzfilm und eine Serie und so weiter und so fort und das alles auf einem High-Production-Level eigentlich, geplant zumindest. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass solche Projekte auch mega lange dauern, weil ihr wisst nicht, wie viel Aufwand. Also, dass, wenn ich irgendwann damit fertig werde, wird es auf jeden Fall hier hochgeladen, kein extra Channel dafür und so weiter und dann werdet ihr es ja sehen, wenn ihr aktiv bleibt, weil das ist einfach, das ist, ja, also, das wird zu aufwendig. Dementsprechend mache ich ja eigentlich noch Videos, aber halt kein Call of Duty mehr. Ich verkaufe meine PS4 auch wahrscheinlich. Deswegen werde ich in Zukunft nämlich andere Spiele hochladen und Leute nicht erschrecken, das sind keine Ekling-Spiele, weil ich spiele ja kein Minecraft oder so. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ich so PlayerUnknown's Battlegrounds. Wenn ihr das nicht kennt, dann guckt einfach mal nach. Ganz YouTube ist damit zugespammt. Das Spiel ist echt mega lustig. H1, Z1, League of Legends, weiß ich nicht. Ich weiß, alle hassen League of Legends. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht bringen, aber ich zeige es halt mega viel gerade. Und halt so ein paar andere kleine Spiele. Was ihr davon haltet, wenn ich sowas hochlade, anstatt gar nichts. Weil ich würde es schade finden, das, was ich mir aufgebaut habe, einfach liegen zu lassen und auch euch irgendwie, also ihr habt mich abonniert so und dann kommt da nichts, finde ich irgendwie kacke. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr mich so feiert wegen der Person oder nur wegen dem COD, weil COD ist echt Scheiße. Von dem her war es das eigentlich von dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst bitte ein Like da und guck mal, wie viele noch, eigentlich noch da sind, ob ich überhaupt noch an die 1000 Klicks rankomme, weil ich war ja eigentlich wieder bei dem Punkt, wo es richtig abging hier vom Kanal. Aber da dachte sich Kilian, nee, ich habe keine Zeit zum Hochladen, ich bin eine Pussy. Also würde mich echt freuen, wenn ihr mal liked, einfach nur so für mein Ego, keine Ahnung. Wenn ihr Bock habt, like, wenn nicht, dann ja. Und jetzt der Moment, worauf wir alle gewartet haben, Real Life, weil ganz viele sagen auch immer so, du machst kein Real Life, du willst dich nicht zeigen und so. Ich habe mir vor einem Jahr, glaube ich, mal ein Video gemacht, wo ich meinte, bei 200 Likes mache ich Facecam. Ich habe halt immer noch keine Facecam, ich habe nur 2000 € Kamera. Nur, alles klar. Deswegen hier einfach mal ein paar Behind-the-Scenes von einem Projekt von mir. Ich weiß, es ist echt wenig, aber dann wisst ihr eigentlich, wie ich aussehe, weil ich meine, ich habe auch Instagram, aber viele von euch checken ja nicht, dass man unten in der Beschreibung auf den Link klicken kann und Fotos von mir sieht, die man dann liken kann. Beste Schleichwerbung, EOS. Also würde ich mal sagen, Real Life Kilian, übernimm mal den Rest und ja, das Auto machst du dann auch gleich, weil ja, muss ich dann ja auch nicht machen. Also ich wünsche euch einen schönen Tag und sag einfach mal, vielleicht soll ich ein bisschen mehr Real Life bringen in nächster Zeit. Wenn ihr Bock habt, schreibt das auch unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr auch mal so Real Life Videos sehen wollt. Dann kann ich mich daran mal setzen. Ich weiß ja nicht was, aber ich kann auch gerne so Standard Real Life Videos bringen, also halt so wie InScope oder so. Da habe ich eigentlich auch kein Problem mit. Also ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und ja, ich hoffe, ihr kriegt gleich keinen Orgasmus bei meinem Anblick. Gott war das scheiße. Für die Leute, die sich wundern, warum ich alleine in der Arztpraxis mit einer Legria auf so einem Ding liege. Ich war in einem YouTube-Video von einem Kumpel drin und habe ihm ein bisschen geholfen. Beziehungsweise ich war nicht im Video, habe ihm halt nur geholfen, habe seine Legria geklaut und wollte ein bisschen Schleichwerbung machen. Das sind die Clips davon, also nicht denken, dass das jetzt extra für diesen Channel ist, aber ich dachte, ich habe mal ein bisschen Real Life, weil ja, ich wusste nicht, was ich für eine Video-Idee haben soll. Also ja, tschüss. Oh. Genau, also ihr abonniert erst Kielkra, dann liked ihr alle meine Videos auf Instagram, heißt sie übrigens auch Kielkra, ist ganz einfach, könnt ihr einfach folgen, weil ich brauche ein bisschen mehr Fame in Real Life. Snapchat Kilian.Kramer und ansonsten, was ist das eigentlich, ja. Ah, den Akku aufladen, das ist natürlich kritisch. Genau, ansonsten, meine Nase sieht hier echt perfekt aus, gar nicht groß. Ansonsten haut rein und ja, wir sehen uns immer am Ei wieder. Was für ein Bullshit, Alter. Leute, mir ist gerade noch was eingefallen und zwar habe ich mal einen Roast Yourself Challenge versprochen von einem halben Jahr oder einem Jahr oder so. Und ich möchte das jetzt mal ein bisschen mit Likes verbinden. Ich weiß, das findet man ja eigentlich immer gay, wenn YouTuber das machen, Leute. Aber es ist mir jetzt eigentlich egal, auch wenn wir das nicht erreichen, ist nicht schlimm. Aber wenn wir 250 Likes auf dieses Video kriegen, dann mache ich einen Roast Yourself Challenge mit Musikvideo und allem drum und dran. Und ich schwöre auf meinen ganzen Kanal dieses Mal. Also bei 250 Likes, Leute, kriegt ihr Ohrenkrebs mit einem Musikvideo. Geil. Ich meine, ich bin der beste Rapper, ihr wisst. Das kann ja nur gut werden. Ja, dann machen wir jetzt wieder ein Tutorial, how to Steadicam. Das erste Mal ist ganz wichtig, dass der Beat ist auf Spannung ist. Ja. Und auch ganz wichtig, immer flexen. Das heißt, wenn dich jetzt jemand nach dem Weg fragt, sagst du, da hinten. Da. Bist du gerade?